Zwei Säulen begrenzen die Videoinstallation. Auf dem Boden befinden sich außerdem Gerätschaften, wie der Künstler selbst betont. Was in der Realität unmöglich ist, scheint auf der Leinwand ohne große Anstrengung möglich zu sein. Die Illusion geschieht mit Hilfe einer mechanischen Kameraführung. Statt der Säule verschiebt der Künstler eine Platte. Die Bewegung wird über einen Seilzug umgelenkt und auf eine Kamera auf Schienen übertragen. So bewegt sich die Kamera synchron zur Platte. Das Kamerabild wird wiederum auf die Leinwand projiziert. Dadurch entsteht letztendlich der Eindruck, dass nicht die Kamera sich bewegt, sondern die Säule. In dem Werk hinterfragt Edmund Kuppel unser Medienverständnis. Humorvoll entlarvt er die angebliche Wirklichkeitstreue von Video als Illusion.